Ja, herzlich willkommen bei diesem Closing Event. Ich werde das jetzt doch auf Deutsch machen. Ursprünglich war geplant, dass ich das hier auf Englisch vortrage. Aber da jetzt schon angekündigt wurde, dass die englischsprachigen Besucher rübergehen sollen. Passiert gerade nicht? Okay. So, I switch to English again. So. Sorry. So this will be a bit weird anyway for the translation team because we were switching from English to German and from German to English later on. So yeah, thank you for being here. It's my first time having a closing event. I hope everything went well. Thank you for such a great event and for visiting this great event. And before I start with all the more or less boring statistics about the Congress, I would like to tell you about something that is really new to this particular event, the 30th Chaos Communication Congress. So it's the first time that we actually had to bring in some sponsoring because this event was way too expensive. So this is absolutely new, and I hope it's fine with you that I would like to introduce you the Security Solutions. Yeah, Security Solutions Limited, and he would like to have a few words to you, to the audience, and yeah, please welcome. And you have the mic, please. Ja, schön hier zu sein. Freut mich. Ja, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Ole Nowotny. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Firma Security Solutions Limited. Wir sind ein junges Unternehmen, das sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor proaktive Sicherheitslösungen entwickelt und vielen Dank, das ist sehr freundlich, und Akzente in der Sicherheitsindustrie setzt, die auf Weltniveau unerreicht sind. Kurzum, um es zusammenzufassen, Qualität made in Germany. Das alles hier wäre natürlich nicht möglich ohne die enge Verzahnung, ja, ich würde sogar sagen Einbindung in diese einzigartige und unbeschreiblich inspirierende Community. An dieser Stelle möchte ich mich auch gern bei unseren Freunden aus den Niederlanden und den USA bedanken. Ja, denn dort sind es Organisationen, ohne die der gute Kontakt in die Szene der Hacker- und Computerspezialisten nie möglich gewesen wäre. Es ist von großer Tragweite, dass sich eine gefestigte Bewegung wie der Chaos Computer Club ganz klar zu den sozialpolitischen Belangen der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft positioniert. Ja, und darum freuen wir uns wirklich sehr, den 30. Chaos Communication Congress als Goldsponsor begleiten zu dürfen. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft
weiter positive Impulse in der Community mit Veranstaltungen wie dem Kongress hier in Hamburg und anderen Hacker-Events in ganz Europa fördern können. Es war uns, lassen Sie mich das sagen, es war uns ein außerordentliches Vergnügen, die Szene der kreativen Köpfe auf diesem Event mit organisatorischen und vor allem finanziellen Mitteln entscheidend zu unterstützen. Wir hoffen, gemeinsam in Zukunft in Zusammenarbeiten mit Ihnen, all diesen innovativen und jungen Menschen, wie wir sie hier auf dem Kongress ja allerorten antreffen. Wir hoffen, in sicherheitsrelevanten Themen unserer Zeit zusammen vorwärts zu kommen und diese entscheidend positiv zu beeinflussen. Danke. Vielen Dank. Es ist uns auch ein Anliegen, zwischen unseren Kunden im öffentlichen Sektor, der Privatwirtschaft und eben auch Ihnen, den großen Talenten der IT-Branche, zu vermitteln. Für spannende Aufgaben im Onlinehandel, der Verbrechensbekämpfung, der Landesverteidigung, und insbesondere natürlich der Cyber Defense. Benötigen wir innovative, effektive und effiziente Lösungen. Gelebte Entwicklungszusammenarbeit durch praktische Hilfe bei der Bewältigung komplexer Sicherheitsfragen ist unser Metier. Und natürlich auch Ihre Chance, einen Beitrag für mehr Sicherheit in der Welt zu leisten. Sei es bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Rauschgifthandels, der Pornografie, und des internationalen Terrorismus. Security Solutions bietet Lösungen und hilft, die Bevölkerungen zu schützen. Durch die Beobachtung der internationalen Finanzströme, der Kontrolle der Personenbewegungen und insbesondere der flächendeckenden Überwachung der Datenströme leisten unsere technischen Sonderlösungen einen wertvollen Beitrag. Danke. Leisten unsere Sonderlösungen einen
wertvollen Beitrag. Und um diesen zu ermöglichen, brauchen wir Sie. Arbeiten Sie mit uns zusammen in einem spannenden, innovativen Umfeld, in einem jungen Team, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Es ist mir eine Freude. Der war wohl offenbar in der falschen Veranstaltung. Okay, um die Konfusion auch noch zu vervollständigen, werde ich jetzt doch weiter auf Deutsch sprechen. Ich versuche, vielleicht lieber nicht. Ich glaube nicht, dass ich so langsam sprechen kann wie der Herr eben, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Was wir hier gerade gesehen haben, ist im Grunde genommen der Abschluss eines viertägigen Experiments. Wir haben in den letzten 4 Tagen eine Art Rollenspiel auf diesem Kongress durchgeführt, durchführen lassen durch professionelle Schauspieler. Und das Ziel dieser Veranstaltung war, Leute anzuwerben. Das heißt, hier waren Schauspieler, die als Recruiter aufgetreten sind, um sich ganz gezielt an Leute zu wenden, um zu schauen, wie diese reagieren. Dieses Stück haben wir durchgeführt, weil es leider auf den meisten Security-Konferenzen doch die Regel ist, dass Recruiter dort rumlaufen und gezielt Leute ansprechen und anwerben möchten für ihre schattigen Produkte und Geschäfte. Und wir wollten im Grunde genommen aufzeigen, wie sowas funktioniert, und wir wollten halt auch beobachten, wie die Reaktionen auf solche Anwerbeversuche sind. Es gibt, glaube ich, keine Videos davon, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass wir wirklich stolz darauf sind und uns sehr freuen, dass die meisten der rund 150 Leute, die angesprochen wurden, abgesagt haben und sich nicht weiter darum gekümmert haben. Was? 500 waren das? Okay, dann habe ich jetzt mich ein bisschen verhaspelt mit den Zahlen. Aber es ist doch eigentlich ziemlich positiv, dass insgesamt vielleicht in 2 Fällen tatsächlich ein Feedback von den angesprochenen Leuten kam und diejenigen dann in einem Hinterzimmer ein Gespräch geführt haben. Wer auch immer das war, wir wollen niemanden hier bloßstellen, aber geht einfach mal in euch und fragt euch, ob das irgendwie der richtige Weg ist oder ob ihr nicht eventuell auf eine ehrliche Art und Weise zu eurem Geld kommt. Außerdem wollen wir nicht nur an die Teilnehmer dieser Veranstaltung appellieren oder an die Teilnehmer anderer Security-Konferenzen, sondern auch an die Veranstalter von Security-Konferenzen selber. Es ist leider auch die Regel, dass auch in Deutschland und in Europa viele Veranstalter von Security-Konferenzen auf Sponsoren angewiesen sind und teilweise auch keinen Wert darauf legen, wo diese Sponsoren am Ende herkommen. Das heißt, es wird nicht geschaut, kommen die vielleicht aus einer Ecke, die eher schattig ist, möchte ich mich damit identifizieren? Und ja, wir möchten eigentlich auch nur an Veranstalter von solchen Konferenzen appellieren, darüber nachzudenken, ob sie wirklich ernsthaft darauf angewiesen sind. Denn wir können hier mit dem
30. CCC-Kongress zeigen, wir haben bewiesen, dass es möglich ist, 30 Jahre lang eine wahnsinnig geile Show abzuliefern, ohne nur einen einzigen Sponsor dafür ins Boot zu holen. Wir haben ja eine riesengroße Veranstaltung abgeliefert, mit euch, für euch. Wir haben über 9000 Besucher. Wir haben... Was? Und ja, wie gesagt, das alles ohne Sponsoren. Guckt euch die Lounge an, da steht sogar ein Wasserwerfer drin. Das ist doch total geil, oder? Ja, und in dem Sinne würde ich dann auch gerne auf die nackten Zahlen und Fakten zurückkommen. Was? Das... Okay. Ja, das ist halt manchmal so, dass man, wenn man sich die Zahlen zusammenklaubt, dass man da auch die ein oder andere Information über... 1000? Okay. Also, wir haben über 9000 Besucher und mindestens 1000 Engel, ohne die dieser ganze Event überhaupt nicht möglich wäre. Dann sind diese 150 Engel wahrscheinlich wirklich einfach nur die Audio-Engel, ohne die hier gar nichts gehen würde. Also, die 178 Speaker, die wir insgesamt hätten, wären vollkommen ohne Ton. Im Übrigen haben wir rund 6000 Tickets im Vorverkauf verkauft, was eigentlich auch schon eine sehr betrachtliche Zahl ist, finde ich. Wir hatten 170 Vorträge. Das sind Vorträge, die über eine Stunde gehen oder manchmal auch länger. Vorträge über 30 Minuten. Wir hatten diesmal Blöcke mit kürzeren Slots, um halt auch, ja, was ich, kleinere Vorträge anzunehmen, die deutlich über so einen Lightning Talk hinausgehen. Es gab 154 Assemblies. Wie viele Workshops es jetzt konkret gab, kann ich leider jetzt nicht sagen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch wieder eine falsche Zahl genannt. Aber über 250, okay, also das ist schon eine ganze Menge. Und ja, die Lectures selber, also die Vorträge, die auf den einzelnen Bühnen stattfanden, nahmen insgesamt 122 Stunden und 45 Minuten ein. Für die Vortragenden hatten wir 8 Kilogramm Kekse. Das sind pro Vortragenden 50 Gramm Keks. Oder habe ich? Ja, doch. Es gab 10 Kilogramm Tee, aber leider keine Möglichkeit, den Tee zuzubereiten. Es wurden 196 Flaschen Wasser bereitgestellt und verbraucht und es gab wohl auch eine Flasche Schnaps, die aber bis jetzt nicht mehr aufgetaucht ist. Wir wissen nicht, was damit passiert ist. Für die Speaker gab es 7 Engel, die sich die ganze Zeit darum gekümmert haben, die Vortragenden zu betreuen, zu den Bühnen zu führen, Fragen zu beantworten. Auch nochmal vielen Dank an die paar Engel, die diese 74 Stunden Dienst am Vortragenden durchgezogen haben. Von denen kriegt man hier nicht viel mit. Was ich auch beachtlich finde ist und was ja jetzt wahrscheinlich ganz offensichtlich hier auch stattfindet, ist, dass es 18 Freiwillige gab, die insgesamt 42 Vorträge von Deutsch nach Englisch und teilweise auch von Englisch nach Deutsch übersetzt haben. Applaus
damit auch ja, eben Deutsche, die nicht so gut Englisch können, auch mal da reinhören können, was die englischsprachigen Speaker zu sagen haben. Vielen Dank dafür. Wie viel Platz wir hier dieses Mal im Vergleich zum vergangenen Jahr eingenommen haben, kann ich nicht sagen. Also in Quadratmetern geht es leider nicht, aber insgesamt haben wir ein Drittel mehr Platz als im letzten Jahr. Das heißt, wir haben größere und mehr Vortragssäle und mehr Platz davor. Ich denke, das hat sich bemerkbar gemacht, obwohl in diesem Jahr natürlich sehr viel mehr Besucher da waren. Aber ich glaube, das war im Vergleich zum BCC doch sehr entspannt, oder? Eine absolute Neuerung in diesem Jahr sind die Chaospatinnen und Chaospaten. Das sind auch wieder freiwillige Leute, die sich dazu bereit erklärt haben, sich um Menschen zu kümmern, die hier zum ersten Mal herkommen möchten und keine Ahnung haben, wie so ein Kongress funktioniert und sich eigentlich gar nicht trauen, auf den Kongress zu gehen, weil hier so viele neue Eindrücke sind, so viele Menschen und so viel Technik, mit denen man vielleicht gar nicht zu tun hatte. Und deswegen gab es diese Chaospatinnen, die versucht haben, im Vorfeld den Leuten zu kommunizieren, dass sie ruhig vorbeikommen können, um denen die Scheu und die Angst zu nehmen, sich auf dem Kongress zu bewegen. Das heißt, wir haben über 100 Registrierungen gehabt, was eben ja, so Teilnehmerinnen angeht, die sich durch die Chaospaten führen lassen wollten. Insgesamt gab es 12 Autisten dabei, die andernfalls überhaupt gar nicht gekommen wären. Und das hat wunderbar funktioniert. Über 30 Karten, die Karten. Die Zahl hier unten ist auch wieder falsch, hat man mir gesagt. Es waren über 30 Chaospatinnen und Paten. Und es waren, ja, wie gesagt, es gab einfach ein gutes Feedback, die gerade eben dieses Auticare und die Autisten waren offenbar sehr happy mit der ganzen Sache und ich hoffe, das wird im nächsten Jahr auch noch weiter ausgebaut. Es gab einzelne Projekte, über die ich jetzt hier auch noch was erzählen kann, weil sie mich entsprechend mit Informationen versorgt haben. Das Chaos macht Schule Projekt des CCC hat in diesem Jahr etwa 100 Teilnehmer gehabt, wo sie im Grunde ja, zwei Stationen hatten. Einmal eine Art Bastelstation, wo an Projekten gebaut wurden, wie zum Beispiel eine Alarmanlage. Das richtet sich halt vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche, die auch ein bisschen mit dem Thema Hacking und Experimentieren mit Technik herangeführt werden wollen. Und es gab ein Vortragsprogramm und ja, dieses Chaos macht Schule Programm wurde halt vor allen Dingen durch die RFAS Mannheim, Essen und Dresden und Paderborn ins Leben oder hier zumindest betrieben auf dem Kongress. Aber es waren auch noch zahlreiche andere Personen und Gruppen beteiligt. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass auch die jüngsten Teilnehmer hier ordentlich betreut werden konnten. Über die Seidenstraße brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel erzählen. Da gab es dedizierte Vorträge und ich möchte jetzt nur noch mal so die finalen Statistiken erzählen und was es ansonsten noch für erwähnenswerte Events gab. Insgesamt gab es 1,4 Kilometer Rohr. Wir hatten 14 Stationen, die man teilweise gehört hat. Es gab mindestens 500 Kapseln, das heißt, das sind die Zahlen, die registriert wurden durch einen Zähler. Aber es gab bestimmt auch noch diverse Schwarzkapseln, wie wenigstens ein Fall zeigt, wo nämlich eine Mateflasche als Kapsel verwendet wurde. Und ja, diese Glasflasche war voll, soweit ich weiß, und sie wurde derart beschleunigt, dass sie in einer Kurve nicht der Kurve folgte, sondern durch das Rohr hindurch einen neuen Bottle Drop Point errichtete.
Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber wir können auf jeden Fall vom Glück sagen, dass da niemand gerade im Weg stand. Wo wir gerade bei der Seidenstraße sind. Wir würden euch bitten, wenn ihr hier rausgeht und auch mit der Seidenstraße gespielt habt, mitzuhelfen beim Abbau. Ihr könnt euch auch Sachen mitnehmen, die Rohre und sonst was, aber nicht die Staubsauger. Die brauchen die Airfas zum Saubermachen ihrer Hackerspaces. Also bitte helft mit Abbauen, wenn ihr damit gespielt habt oder auch nicht, egal. Nehmt euch gerne was von dem Drainagerohr mit für euren Garten, aber lasst die Staubsauger hier. Ja, die Seidenstraße ist tatsächlich eines der wenigen Objekte in diesem Raum, das nicht vom CCH-Personal abgebaut wird. Was? Genau, aber da bin ich noch nicht. Applaus für die Seidenstraße. Seidenstraße. Auch ein sehr gelungenes und völlig neues Projekt auf diesem Kongress. So, die Marte Kalypse trat ein an Tag 2. So sah es zu dem Zeitpunkt im Lager aus. Das sind alles leere Kisten. Wir sehen links natürlich in der typisch gelben Farbe die Club-Marte-Kästen. Die sind alle leer. In der Mitte ein paar Bierkästen und rechts nochmal Flora Power. Ja, so sah es zu dem Zeitpunkt im Lager aus und das habt ihr sicherlich auch an der Bar gemerkt. Wir haben eine Liste mit Dingen, die ausverkauft waren. An Tag 1 waren 1000 GSM-SIM-Karten ausverkauft. Das ging ziemlich schnell. Offenbar ist das Design dieser Karten so gut angekommen, dass sie sofort weggingen wie warme Semmeln. Auf jeden Fall herzlichen Dank an die Leute, die sich die Mühe gemacht, diese SIM-Karten nicht nur rein funktionell zur Verfügung zu stellen, sondern auch noch einigermaßen ansehnlich zu gestalten. Wie schon gesagt, wurde die Club-Marte an Tag 2 ausverkauft. Das gab dann einen kleinen Lieferengpass. Ich habe jetzt leider keine Karte mehr herstellen können, wo man dann sehen konnte, wie viele Kilometer Umkreis von Hamburg dann die Marte-Vorräte zu Neige gingen, aber ein LKW kam aus Bremen, okay. An Tag 3 waren die Gabeln alle. Wer von euch hat so viele Gabeln gegessen? Ja, und das Wasser war auch alle. Aber zum Glück gab es immer Nachschub. Ja, das war ein bisschen problematisch. An Tag 2 war, glaube ich, Sonntag. Ich habe hier völlig das Gefühl für die Wochentage verloren, aber ich glaube, das war der Sonntag, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es ein Wochenende. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt oder vielleicht auch gesehen habt, die Shirts und Pullover sind natürlich auch ziemlich schnell alle gegangen. Also zumindest die üblichen Größen. Ich glaube, insgesamt wurden 96% der Shirts und Pullover verkauft. Und, das habe ich nicht mehr mitgekriegt, aber tatsächlich sind auch diese Armbänder alle gewesen irgendwann, weil niemand mit so vielen Leuten hier gerechnet hat, offenbar. Ja, die Flora-Power-Versorgung wurde dann durch kleinere LKW sichergestellt, die eigentlich dann nur noch immer noch permanent unterwegs waren, weil es keine großen, richtig großen Laster mehr gab. Gut, gehen wir weiter zu den Dingen, die unter Nerds verbreitet sind. Es gab eine sehr schöne Coffee-Nerd-Ecke, die ihr sicherlich auch alle gesehen habt. Dort konnte man sich mit Kaffee auseinandersetzen, der Zubereitung, wie man Kaffee mahlt und so weiter. Das war eine nicht kommerzielle Veranstaltung, das war einfach nur zum Verkosten und selber experimentieren, wie man mit Kaffee umgeht. Insgesamt wurden hier 10 Kilogramm Kaffeebohnen zu Kaffee verarbeitet oder zu Espresso verarbeitet und zwar 10 Kilo, die durch dieses
Fahrrad gemahlen wurden, was da rumstand. Das heißt, durch Muskelkraft. Das heißt, insgesamt waren das 1000 Espresso, die durch das Fahrrad produziert wurden. Leider habe ich nicht mehr in Erfahrung bringen können, wie viel 1000 Espresso in diesem Fall in Kilometern sind. Ja. Ja, 7 Kilo Filterkaffee wurden verbraucht und nochmal eine Bitte an die Leute, die oben Kaffee getestet haben. Es fehlen Leittassen. Die Leittassen sollten bitte wieder zurückkommen zu den Kaffee-Nerds in die Ecke. Die müssen die wieder zurückgeben. Also bitte schaut, ob ihr noch so eine Tasse rumfliegen habt und bringt sie zurück. Ja, das CERT verzeichnete 75 Fälle, ganz generell, da gibt es keine genaueren Aufschlüsselungen. Ich kann also nicht sagen, wie viele Pflaster und Schnittwunden da jetzt irgendwie behandelt wurden. Es gab auf jeden Fall sehr viel mehr Freiwillige, die sich daran beteiligt haben, was auch wieder mal ein Applaus wert ist. Und das ist auch notwendig für so eine große Menge an Leuten hier. Und wir können von Glück sagen, dass es nicht zu irgendwelchen schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen ist. Also es gab jetzt nichts, was irgendwie besonders bedrohlich war. Das POC, verantwortlich für die Kommunikation über Telefon auf diesem Event, verzeichnete 2577 Extensions, also Rufnummern, die verteilt wurden, davon 977 für DECT-Telefone, diesmal deutlich weniger als GSM. Ob das jetzt an den tollen Karten lag oder weil die Leute sich eher gedacht haben, ich teste mal das GSM-Netzwerk, wie auch immer. Insgesamt 304 Nummern wurden für SIP verteilt. Ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Leistung. Und ja, so ein DECT und so ein GSM-Netzwerk ist jetzt auch nicht einfach mal so schnell aufgebaut. Also auf jeden Fall auch vielen Dank an das POC-Team, was hier eine großartige Arbeit geleistet hat. Das Wireless Network in diesem Jahr bot die Möglichkeit, sich dort mit einem Usernamen und Passwort anzumelden, dass man auch verschlüsselt kommunizieren konnte. Das sind die Top 10 der am meisten genutzten Usernamen. Die Passwörter gibt es nicht. Also einfach nur als Seitennotiz die Top 10 der am meisten genutzten User. Insgesamt gab es 5000 simultane Wi-Fi-Verbindungen, was ordentlich viel ist. Also das ist auch eine ganz schöne Herausforderung, so eine Infrastruktur aufzubauen und am Laufen zu halten. Und auch dafür vielen Dank an die Leute, die dafür verantwortlich sind. Wir hatten auch eine Security, Honkhase, vielen Dank für deine Dienste. Und seine drei Mitstreiter natürlich. Honk ist aber nicht überall und deswegen gab es auch Fälle von Kriminalität, aber im Grunde genommen vergleichsweise wenig und darüber sind wir auch sehr froh und auch wieder ein Stück stolz, dass wir bei 9000 Leuten wirklich sehr wenige Fälle von irgendeiner Art von Kriminalität hier hatten. Das waren teilweise Leute, die von außen kamen, also nicht mal Leute von uns hier drinne. Also die Fälle, die wirklich schwerwiegender sind, haben mit den Besucherinnen hier überhaupt nichts zu tun. Insgesamt wurden zwei Kinder gefunden und wieder zurückgegeben. Dank Honkhase. Was? Da liegen mir keine Informationen drüber vor. Ja, wir haben ansonsten noch Dinge, die ich gerne loswerden möchte, die ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht für jeden einzelnen Punkt noch eine Slide gemacht habe. Das Übliche, wenn ihr geht, macht alles sauber. Aber lasst, im Gegensatz zum BCC, wie also auch schon letztes Jahr hier, alle Tische und Stühle im Hackcenter stehen.
Jetzt komme ich also zu dem Punkt. Das CCH oder das Personal vom CCH sorgt dafür, dass die Tische und Stühle ordentlich weggeräumt werden. Für alles andere sind wir verantwortlich und wenn ihr also rausgeht oder noch Zeit habt zum Helfen, tut dies bitte und sagt vielleicht auch den Engeln Bescheid, dass ihr noch Hilfe anzubieten habt, dass man euch vielleicht auch besser verplanen kann. Zur Seidenstraße habe ich gerade schon gesagt, die muss abgebaut werden, wenn ihr damit gespielt habt, seid so nett, seid so fair, baut sie auch mit ab und nehmt das Zeug mit nach Hause. Es gab schon an Tag 2 eine ziemlich große Sammlung an Dingen, die im Lost and Found abgegeben wurden. Es macht den Eindruck, als wenn da teilweise sogar sehr wichtige Dokumente mit dabei sind. Also checkt bitte nochmal eure Dinge, ob die alle da sind. Es gibt wirklich eine ganz große Kiste mit Sachen, die beim Lost and Found abgegeben werden. Checkt, bevor ihr geht, ob ihr alles habt. Und wenn ihr irgendwas vermisst, guckt auf jeden Fall beim Lost and Found und geht nicht davon aus, dass es euch geklaut wurde. Denn wie wir wissen, gab es gar nicht so große Fälle von Kriminalität hier. Ich weiß es nicht. Geh am besten hin und frag, ob deine NSA-Dokumente abgegeben wurden. Und dann... es wird eine Afterparty geben. Ich habe das noch nicht gesehen. Die findet wann statt? Um wie viel Uhr geht die los? Afterparty? Um 9 unten in der Lounge. Aber der Zugang zur Lounge ist dann von außen. Also ihr könnt nicht mehr von innen da durch. Bis später. Also von 9 bis später gibt es die Afterparty. Dann gab es doch eine Sache, die ich persönlich ziemlich traurig finde auf diesem Kongress. Und zwar haben die Herren Ray und Zack zum allerletzten Mal ihr Hacker-Jeopardy durchgeführt. Das ist wirklich schade. Sie haben das viele Jahre gemacht und dafür wollen wir Ihnen jetzt auch nochmal danken, denn das ist immer ein besonderer Event gewesen. Auch der Aufruf nochmal an euch, das haben Zack und Ray ja auch schon gesagt, wenn ihr euch imstande fühlt und Lust habt, diesen Event im nächsten Jahr und in den Jahren darauf fortzuführen, dann setzt euch einfach mal mit uns in Verbindung. Dann gibt es vielleicht auch im nächsten Jahr wieder ein Hacker Jeopardy. Genau. Und die wichtigste Sache für das nächste Jahr und die kommenden Jahre, wir brauchen euer Feedback und die Speaker brauchen euer Feedback. Nutzt bitte das System, was wir für die ganze Kongressverwaltung genutzt haben, um Bewertungen der Talks abzugeben, Bewertungen der Speaker abzugeben. Seid dabei ehrlich, auch wenn euch das Thema vielleicht nicht gefallen hat, es ist wichtig und gut zu wissen, auch für die Speaker zu wissen, wo sie noch an sich arbeiten können, wenn sie einen Vortrag gehalten haben, der vielleicht nicht ganz so perfekt war. Nehmt euch die Zeit, dauert nicht lange, geht im Frapp. Was? Ja, natürlich, Lob geht auch. Es ist nicht immer nur die negative Kritik gemeint. Also schaut einfach, geht die Liste durch mit den Talks, die ihr euch angeschaut habt und bewertet die Leute im Frapp und gebt denen auch mal 5 Sterne, wenn sie es wirklich gut gemacht haben. Das brauchen die, damit sie beim nächsten Mal auch wieder herkommen, um das Ganze kostenlos als Freiwilliger hier vorzutragen. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu einer Slide, wo ein paar Namen draufstehen, die für die vergangenen Kongresse unglaublich wichtig waren und denen wir hier auch nochmal ganz speziell danken wollen bei diesem 30. Chaos Communication Congress. Das wären einmal Wau Holland, der leider nicht mehr hier sein kann. Steffen. Andy, Ron, Tim, Julia, die leider auch nicht hier sein kann heute, aber das ist einfach, sie hat die Orga noch weitergemacht. C-Punkt, die ganze Crew, die hier alles aufgebaut hat, seit einer Woche oder länger. Und allen Engeln, die hier rund um die Uhr zur Verfügung standen, um es allen Leuten recht zu machen.
Und nochmal ganz speziell für diesen Kongress. Die Engel waren oder sind der wichtigste Teil dieses Kongresses. Und wir haben Mediaengel, die sich in diesem Jahr auch noch darum gekümmert haben, dass die Presse zufrieden oder glücklich gemacht wird. Wir haben Security-Engel gehabt, Heralde, die sich um die Speaker auf der Bühne gekümmert haben. Wir haben Engel gehabt, die sich am Verkauf der Tickets beteiligt haben und an den Eingängen standen. Wir haben Freiwillige gehabt, die übersetzt haben. Und all die ganzen Helfer, die mal eben einen Tisch von A nach B getragen haben und für immer und alle da waren, die teilweise auch beschimpft wurden, weil sie vielleicht ein bisschen zu gründlich waren, aber im Grunde genommen haben sie einen wirklich coolen Job gemacht. Und dafür auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für die Arbeit hier in diesem riesengroßen Gebäude an die Engel. In diesem Jahr haben wir ein sehr viel größeres Team gehabt, was sich um den Content, also die Inhalte auf dieser Veranstaltung gekümmert haben. Auch an die Leute, die sich unglaublich viel Zeit genommen haben, aus über 330 oder 350 Submissions diejenigen herauszufiltern, die auf diesem Kongress vortragen können. Vielen Dank auf jeden Fall an all diese ganzen Content-Team-Mitarbeiter, die das Ganze auch in ihrer Freizeit durchgezogen haben. Danke an Evelyn für die tollen Grafiken, die wir wahrscheinlich alle auch schon auf unseren Desktop-Hintergründen haben und auf unseren neuen T-Shirts. Vielen Dank an das Cert, was hoffentlich nie benötigt wird, aber es ist gut, dass man weiß, dass es so viele Freiwillige gibt, die sich um die Gesundheit der Teilnehmer kümmern. Und vielen Dank. Vielen Dank an das NOC und insbesondere auch ganz großen Dank an den NOC Helpdesk, der im Grunde genommen die Schnittstelle zwischen dem NOC und dem Enduser ist. Die haben eine großartige Arbeit hier geleistet und uns 100 Gigabit Internet beschert und dafür gesorgt, dass wir hier intern und nach extern ein richtig cooles Netz zur Verfügung haben. Das POC hatte ich vorhin schon erwähnt, auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an das POC und die Arbeit am POC Helpdesk. Teilweise waren das eben auch die Leute, die das POC betrieben haben, aber vielen Dank dafür. Ja, natürlich ganz neu die Seidenstraßen-Operatoren und all die Helfer, die diese 1400 Meter Rohre hier im ganzen Haus verlegt haben und mitgeholfen haben, dass die Seidenstraße überhaupt betrieben werden konnte an den einzelnen Stationen. Vielen Dank dafür. Auch die Setup-Crew hat hier natürlich auch auf dem 30C3 wieder seit einer oder über einer Woche großartige Arbeit geleistet und selbst während der Kongress schon lief, auch noch weitergebaut. Vielen Dank dafür, genauso wie an die Party-Crew, die am Ende diese wunderbare Lounge betrieben hat. Und Andi, der sich als Reisefee hervorgetan hat, um für viele ausländische Sprecher die günstigsten Flüge zu buchen. Ja, und einen ganz großen Dank und auch Applaus auf jeden Fall an die Chororga, die hier auf die Bühne kommen soll. Das wären Julia, C. Bernie und Starbuck, wobei Julia leider nicht hier ist heute. Nun komm doch mal, dann halt nicht. Sie wollen jetzt nicht. Ja, was soll ich sonst weiter sagen? Wir sind hier eine unglaublich große Community, die sich hier getroffen hat und offen war für ganz viele neue Leute, die noch nie auf dem Kongress waren, die vielleicht noch nie etwas mit der Szene zu tun hatten. Und es war total super, dass diese Neuankömmlinge so cool aufgenommen wurden. Alleine durch die Chaos-Paten, das war ein erster Schritt, gerade auch die ganz scheuen Leute einzubinden und das war einfach eine ganz tolle Sache und ich denke, es wird auch in den nächsten Jahren weiter so sein, dass wir eben auch
neue Mitglieder aufnehmen. Neue Mitglieder, die hier sich auch einbringen und etwas für den Club tun und irgendwo auch für den Kongress tun, wie zum Beispiel, ja, ich habe gerade noch eben eine etwas negative Sache gesehen, dass wir, ja, Holoklaus, Klaus ist in diesem Jahr von uns gegangen, es ist auch einer derjenigen, die sich sehr intensiv und sehr viel für diesen Club engagiert haben, auch für den Kongress. Er ist leider in diesem Jahr noch, ja, auch während der Kongressvorbereitung gestorben und auf jeden Fall für Holoklaus, würde ich sagen, gibt es auch mal einen richtig dicken Applaus. Er hat nämlich nicht nur in diesem Jahr viel für den Kongress getan, sondern auch in den vergangenen Jahren. Ja, dass wir auch das Konzept mit den Medienengeln angefangen haben und weiter ausbauen werden, habe ich schon erwähnt. Wir werden die, ja, die wurden halt auf die Presse losgeschickt, damit die Presse gut vertreten wird. Ich habe jetzt, glaube ich, keine genauen Zahlen, was die Pressepräsenz hier angeht, aber das ist vielleicht jetzt auch nicht das Wichtigste hier. Ja, wir haben hier eine 100 Gigabit Internetverbindung gehabt, während die ganzen Leute, die hier um uns herum sind, sich noch mit 16 Megabit pro Sekunde zu Hause abmühen müssen. Mal sehen, wie lange wir noch mit diesem 16 Megabit Blödsinn leben müssen. Auf jeden Fall ist das hier eine absolute Neuigkeit, dass wir mit 100 Gigabit eine richtig dicke Internetanbindung hatten. Vielen Dank an die Leute, die das organisiert haben. Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt so klar kriegt. Ja, und in diesem Sinne möchte ich euch danken, dass ihr hier wart und mitgewirkt habt an diesem Event. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf dem 31C3. Und damit mache ich mich vom Acker. Tschüss.